Magenta Sport BBL Pokal, Bamberg gegen Berlin. Was bei vielen Freaks Jubelszenen aus dem vergangenen Finale in Erinnerung ruft, ist am Sonntagabend das Duell im Halbfinale des deutschen Pokals. Brose trifft auf Alba und ist nur einen Sieg vom erneuten Finaleinzug entfernt. Mit den Berlinern wartet dabei aber das denkbar schwerste Los auf das Team von Ruhl Mors. Das erste Duell in dieser Saison ging an den Hauptstadtclub. Der Head Coach weiß deswegen, was Brose erwartet und worauf es ankommen wird, wenn die Mission Titelverteidigung ins letzte Kapitel gehen soll. Well, I think we before the game of Gaziantep we talked about building our confidence again and playing a little bit more free in offense, and I think that's what we did and I think that's what this team needs. But of course again, also in the last game it starts in defense. If you can make some stops, then you can run and then everything is a little bit easier. So yes, we are planning to do the same. Well, first lesson is that we lost, of course, but we were very competitive, so we have to try to produce a little bit of the same, but just a little bit better and a little bit more constant during 40 minutes. We know what to expect, we just have to be ready for it. Well, first of all, it's the best scoring team in the league, and they're also very high in assists. Even in the EuroLeague, it's the team with the highest assists, so we have to take away their flow in offense. It starts in transition. They're very, very good in transition. They try to pass the ball ahead as quickly as possible, so we have to slow them down. We have to be ready to stop their transition. They have a lot of good shooters, a lot of off-ball screens to get them open, so we have to be really physical. I think we did a pretty good job in the first game we played them. We just gotta do it again. Well, I think we have to believe in our chances. I think we showed already that we are competitive with everybody in this league, and we know exactly how they will play. We have to be ready for it, and I believe we can make it happen. Einer, der sich besonders gut an das letztjährige Finale gegen Alba erinnern kann, ist Luis Olindi. Schließlich stand der 21-Jährige selbst auf dem Feld und erinnert sich nur zu gut an den Triumph. Für Bambergs Nummer 16 wird es am Sonntag vor allem darum gehen, die starke Berliner Offensive in den Griff zu bekommen. Das Ziel ist aber auch für Luis eindeutig. Ja, ist natürlich noch ein Thema. Also ich glaube, die gekommen sind, wissen, wie wir letztes Jahr den Pokal gewonnen haben. Die hier noch sind vom letzten Jahr natürlich. Ich persönlich vergesse es nicht so schnell. Es war ein besonderer Moment. Und es ist natürlich jetzt witzig, dass das Halbfinale dann wieder zu Hause gegen Alba ist. Aber es macht natürlich keinen Unterschied. Also es wird uns jetzt nicht positiv oder negativ beeinflussen, aber wir freuen uns sehr auf das Spiel. Ich glaube, einfach 40 Minuten konstant. Ich glaube, wir haben damals 35, 30 Minuten auf sehr hohem Level gespielt, sehr stark verteidigt, aber dann irgendwann eingebrochen. Und dann bei so einem Team wie Alba kannst du dir halt keine 2, 3 schlechten Minuten erlauben. Da musst du dann wirklich über 40 Minuten dein Spiel spielen auf höchstem Niveau. Und dann, glaube ich, haben wir eine gute Chance. Ja, ich glaube beides. Also ich bin natürlich jemand, der erst mein Augenmerk auf Defense legt. Die starken Spieler von Alba versuchen irgendwie rauszunehmen, mein Bestes geben, vielleicht mit ein paar Blocks, Rebounds und dann in der Offense die freien Dreier treffen und einfach ein paar gute Cuts laufen, aber ich glaube eher defensiv. Spielbeginn im Pokal ist um 18 Uhr. Zu sehen ist die Partie, wie sollte es auch anders sein, live und exklusiv bei Magenta Sport. Wer die Mannschaft selbst und lautstark beim Kampf ums Finale unterstützen möchte, hat jetzt noch die Möglichkeit, sich unter tickets.brosebamberg.de eine Karte zu sichern. Auf geht's, Freak City. Wir wollen ins Finale.